So, hey Leute, was geht? Da sind wir wieder. Wir zocken direkt weiter. Wir sind hier in der Kanalisation angekommen. Wir haben noch nichts zum Heilen. Wenigstens ein bisschen Pistolenmunition und ein bisschen Flintenmunition. Ich weiß gar nicht, habe ich gespeichert? Ja, komm, wir überschreiben einfach mal. So. Wir haben die Karte direkt am Anfang gefunden. Jetzt geht's hier links raus. Ich habe leider nichts, um mich zu heilen. Ich habe ein rotes Kraut, leider kein grünes dazu. Ich hoffe, wir finden gleich was. Wäre halt sehr schade, wenn nicht. Ich hasse generell, irgendwie muss jedes Resident Evil kurz oder spät, oder früher oder später in der Kanalisation spielen. Was ich halt überhaupt nicht verstehe. Also das ist nachher eine Abkürzung vermutlich. Und hier kommen wir wahrscheinlich so auch nicht rein. Da brauchen wir wahrscheinlich. Ah, Kartenlesegerät, guck mal. Erhöhte Kanalsicherheit. In den Kontrollbereichen der Anlage wurden unbefugte Personen gesichtet. Aus diesem Grund ersetzen wir die alternden mechanischen Schlösser und implementieren neue Sicherheitsregeln. Das Entsperren der neuen elektronischen Schlösser erfordert einen speziellen Akku, der an alle Mitarbeiter verteilt wird. Bitte führen Sie Ihren persönlichen Akku stets bei sich, wenn Sie sich in der Anlage bewegen. Alles klar. Da kommen wir so schon mal nicht rein. Aber das wird auch quasi dann das Ende sein. Hier geht's dann. Ah, gut. Ist dann quasi eine Art Abkürzung. Aber ich schätze mal, im Büro werden wir den ersten Akku finden. Finde ich hier vielleicht noch irgendwie. Ah. Ich brauche halt wirklich unbedingt was zum Heilen. Die Klamotten muss ich verbrennen. Hier gibt es auf jeden Fall was zu finden, sehr schön. Aber ich mache nicht lange. Ich habe wirklich, ich lebe am Minimum. Deswegen ist auch die Schrotflinte dauerhaft ausgerüstet. Okay, vielleicht muss ich doch hoch. Vielleicht finde ich oben was. So, Leute, sorry. Ich musste ganz kurz die Gardine ein bisschen richten. Da hätte noch was auf den Greenscreen geleuchtet. Deswegen hatte ich so einen weißen Fleck die ganze Zeit auf dem Greenscreen. Also hat man den in der Aufnahme auch sehr gut gesehen. Hat mich ein bisschen genervt. Ah, scheiße, okay. Hier geht's direkt mit dem nächsten Akku weiter. Den haben wir auch noch nicht. Aber vielleicht da oben. Das sieht gut aus. Von der anderen Seite verschlossen. Ja, moin. Und mich nervt dieser Pulsschlag. Ich hätte gerne meinen Puls hier irgendwo mit eingeblendet, weil das Spiel kann ja doch relativ schnell oder öfter mal stressig werden. Und dann wäre das, glaube ich, ziemlich interessant, wenn man seinen eigenen Puls mal sehen würde dabei. Aber ich habe leider kein Pulsmessgerät, was ich anschließen kann. Eine Handgranate. Danke für gar nichts. So, wir gehen aber ins Büro. Sorry, dass ich auf die Karte drücke, aber Alter! Ich hab doch kaum Leben, Digga. Das kannst du mir nicht antun. Ich brauch grünes Kraut, Leute. Ich brauch grünes Kraut. Jawohl! Granite Launcher. Tagebuch des Forschungsassistenten. 4. März. Gammas wurden das erste Mal aus ihrem Tank rausgelassen. Bewegungen träge, Kampfpotenzial gering. Der 18. April, 1,5 Monate später, mit zusätzlichen Hormonen und Medikamenten experimentiert. Eine der Änderungen lieferte positive Ergebnisse mit einem signifikanten Anstieg des Kampfpotenzials. Das betreffende Exemplar kann sich jetzt schnell bewegen und Beute in einem Stück verschlingen. Danke auch. 30. Juni, Umbrella hat die Gamma-Forschung offiziell eingestellt. Wir konnten einige Exemplare mit hohem Potenzial aus dem Labor schmuggeln, bevor sie entsorgt wurden. Dr. Logan Carlis
Carlisle ist mehr als je zuvor entschlossen. Carlisle? Naja, die Gamma-Reihe zu perfektionieren. 14. August, es ist 2 Wochen her, seit in der Kanalisation umgezogen sind. Die höheren Temperaturen führten zu einem Abfall der Wasserqualität, aber die Exemplare scheinen trotz meiner Sorgen gesund zu sein. Die Gammas haben schnell den Aufbau der Kanäle gelernt und haben bereits nach 2 Tagen angefangen, den Untergrund von Raccoon City zu erforschen. Alle Exemplare kennen uns und sind uns freundlich gesinnt. Ich habe uns aber als Schutzmaßnahme leistungsstarke Waffen für den Fall beschafft, dass die Gammas unkontrollierbar werden. Wir hatten Glück, dass wir uns diesen Ort sichern konnten, indem wir den Abteilungsleiter der Kanalisation bestachen. Aber es wird langsam eng, da die Gammas noch weiter wachsen. Wir sollten uns um andere Unterbringungsmöglichkeiten Gedanken machen. Und am 9. September, ein Mitarbeiter der Wasseraufbereitung hat sich in unser Labor verirrt, aber die Gammas haben ihn unverzüglich eliminiert. Dies beweist ihre Feldtauglichkeit. Ich werde morgen Umbrellas europäischen Zweigstelle kontaktieren. Vielleicht haben die ja Einsicht. Alles klar, MGL-Granatwerfer. Servus. My friend. Ich kann es halt so nicht verwenden. Ah, das fuckt ab. Das Rote will ich halt gerne mitnehmen. Falls ich ein Grünes finde, kann ich es gleich verstärken. Die Munition kann ich auch nicht ablegen. Leute, ich brauche alles, was ich jetzt dabei habe. Wobei, ich könnte die Schrotflinte eigentlich erstmal ablegen, glaube ich. Pass auf, wir legen die Schrotflinte ab. Weil ich habe jetzt den Granatwerfer. Und normale Zombies kriege ich halt mit der Pistole gut down. Und die... Ach Gott, wie hießen sie jetzt? Lul? Keine Ahnung. Und die anderen Dinger halt mit... Mit der Pistole, die normalen Zombies. Hier lag noch irgendwo was. Sprengstoff. Ah, okay, daraus kann ich mir mit Schießpulver vermutlich neue Sachen bauen. Hochwertiges Schießpulver vielleicht? Nee. Kombiniert mit Sprengstoff A, Blendgranaten, Säuregranaten oder Kombination von 2 Einheiten. Ah, okay. Trotzdem brauche ich das erstmal nicht. Ich kann mir das jederzeit ja wiederholen. Ja. Ich muss darauf achten, dass die Dinger, die kommen nur aus Kanälen raus, wo keine Gitterstäbe vor sind. Zumindest gehe ich davon aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt nötig war, aber es fühlte sich gut an, drauf zu schießen. Aber ich glaube nicht. Uff, 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 uff. Ich möchte bitte nach rechts. Ich komme da aber nicht lang. Ich komme da wahrscheinlich nicht durch, oder? Doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Darauf ein Wasser, Leute. Oh. Aber warum liegt er da? Vermutlich, weil er seine Notiz da verloren hat. Logisch. Es ist schon wieder passiert. Dieses Mal haben sie Kane erwischt. Ich habe alles gesehen. Eins von den Dingern hat ihn in einem Stück verschlungen, von Kopf bis Fuß. Ich habe versucht, sie zu warnen, als Bill vor 2 Wochen verschwunden ist. Die Cops haben gesagt, er hat wohl die Stadt verlassen, aber ich habe denen gesagt, das kann nicht sein. Nicht, wo sein Baby jeden Tag kommen kann. Aber haben sie auf mich gehört? Natürlich nicht. So ein Scheißdreck, verdammte stinkende Mistviecher. Jedes Mal, wenn ich glaube, ich habe sie abgeschüttelt, hüpft einer aus den Tunneln raus. Und auf die verdammten Cops kann ich mich auch nicht verlassen. Kann auch nicht den Schreibtisch
Schreibtischtätern in der Zentrale vertrauen. Wenn das nächste Mal einer dieser Freaks auftaucht, haue ich ihm direkt in seine dicke, hässliche Fresse. Ja. Hat wohl nicht ganz so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Und hier komme ich leider auch nicht weiter. Boah, stell dir mal vor, ich würde daneben schießen mit der letzten Kugel. Das wäre schon scheiße. Gut, eine reicht. Ich habe es erstmal drauf ankommen lassen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Aufnahme ist tatsächlich heller als das Spiel. Nur leider minimal verzögert. Also kann ich leider nicht über den Aufnahmescreen spielen. Hier müsste noch irgendwo was liegen. Da. Blendgranaten. Ne, Brand. Brand. Oh, sorry, sorry, sorry. Okay, ich nehme alles zurück. Ich wollte gerade sagen, was will ich denn blenden? Okay. Ganz vorsichtig mal alles ablaufen. Labor ist rot. Ich kann hier noch was einsammeln. Den Akku. Nehme natürlich auch gleich zwei Plätze weg, ganz klar. Hochwertiges Schießpulver ist halt voll wichtig. Es sei denn, jetzt ist hier eine Tasche drin, Leute. Das wäre... Oh, das wäre so super. Komm, Gürteltasche. Sprengstoff A. Schießpulver. Grünes Kraut. Ein Liebesbrief? Meine kleinen Lieblinge, es ist bereits 3 Monate her, seit wir zusammen hierher geflohen sind. Ich denke oft an den Tag zurück, als ihr alle geschlüpft seid. Eure kleinen Stimmchen ließen mich mit Stolz erschauern. Eure liebreizenden kleinen Körper, die solche unglaubliche Zerstörungskraft in sich tragen. Und natürlich euer unersättlicher Appetit. Ihr seid nichts Geringeres als die Spitze der Hunter-Serie. Und doch befahlen sie mir, euch zu vernichten. Sie sagten, ihr seid als Waffe untauglich, wegen ein paar kleiner Schwachstellen. Sie führten eure fehlenden Hitzebeständigkeit und die Tatsache an, dass eure zarten Mundwerkzeuge beim Fressen freigelegt sind und sagten, ihr seid mangelhaft. Haben die nie von Charakterschwächen gehört? Es ist gerade wegen eurer Schwachstellen, dass ich euch so liebe. Aber wir werden es denen noch zeigen. Hier unten werden wir gemeinsam weiter den evolutionären Pfad beschreiten. Wir beweisen Umbrella, dass ihr, meine geliebten Hunter-Gammas, wahrhaftig überlegen seid. Das Problem ist, ich kann die ganze Scheiße jetzt nicht mitnehmen. Und da ich den Akku aufgesammelt habe, bin ich hundertprozentig überzeugt, auf dem Weg hierher ist bestimmt noch ein oder zwei Viecher, die wir auf dem Weg jetzt treffen werden. Und, naja. Let's go. Allein schon. Na gut, komm, wir probieren's. Also ich glaube nicht, dass wir in Ruhe zurücklaufen können. War so klar. Komm, brenn aus. Gut, der Part wird vielleicht frei bleiben, ohne Gegner. So, dann packen wir das mal weg, das mal weg. Das Messer kurz weg. Und den Akku. Ich würde sagen, ich mache hier einen kleinen Cut. Ich besorge uns die Sachen aus dem anderen Büro.
Und dann sehen wir uns gleich hier wieder. So machen wir das. So, da sind wir wieder. Ich habe mir die ganzen Sachen jetzt einfach mal geholt, weil hochwertiges Schießpulver, normale Schießpulver waren Flintmunition, Sprengstoff A und Sprengstoff B. Achso, A und B sind Brandgranaten, zwei der gleichen Typen sind Säuregranaten. Das heißt, ich habe B und ich habe A. Ah ne, das ist eine Brandgranate. Ne. Ah, okay. Dann zeigt mir unten schon, was ich rauskriege. Drei Brandgranaten, sehr gut. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Er gibt kombiniert mit Schießpulver, Flintmunition oder Mag-Munition in Kombination von zwei Einheiten und Schießpulver. Davon brauche ich beides gerade nicht. Deswegen nehme ich den Akku nochmal mit. Und eigentlich bräuchte ich noch das Kampfmesser und dann bin ich auch schon komplett full. Na gut, er hat vier Schuss im Lauf. Schuss. Let's go. Dann müssen wir jetzt hier wieder zurück. Und entweder könnten wir hier direkt hoch oder wir laufen da durch die Tür. Aber wir gehen erstmal hier hoch. Alles auf dem Weg mitnehmen, was man auf dem Weg finden kann. Das wäre bei der Leiter da oben. Ich muss zugeben, ich hab mich erschrocken. Ich will so nicht riskieren, dass ich da jetzt durchlaufe und selber Feuer fange. Ach, da komme ich eh nicht lang. Da ging es ja nur runter, stimmt. Let's go. Hier kann ich den Akku einschieben. Ah, den muss ich mir nachher wieder rausholen, wenn ich die durch... Alles klar. Hier werden die großen Viecher aber nicht kommen. Hier werden normale Freaker, nenne ich sie jetzt mal, kommen. Oh Gott, ich habe mich geirrt. Hier kommen auch die widerlichen Freaks. Ah, guck mal, hier brauche ich auch den Akku. Das heißt, erst Akku holen, dann hier zurückkommen, um in das Revier da reinzukommen. Wie heißt das? Wache. Ja, ist kein Problem. Brauchen wir nicht mehr. Wir haben jetzt nämlich den Shortcut hier geöffnet. Ab geht's. Mal gucken, was da drin auf uns wartet. Ärgerlich wäre es, wenn wir nicht so viele Sachen mitnehmen können. Oh, eine Tasche. Eine Tasche. Eine Tasche. Eine Tasche. Eine Tasche. Eine Tasche. OMG. Danke. Sprengstoff A. Und Schießpulver. Das war's, okay. Nehmen wir den Akku direkt wieder mit. Hab noch genug Platz, sehr schön. Und dann geht's hier weiter. Ah, okay. Ja, okay. Ich weiß, wo wir sind. Direkt am Anfang wieder, wo wir den Shortcut aktivieren konnten. Mit der Leiter, wo wir nicht hochkamen. So, sehr schön. Dann sind wir direkt bei der verschlossenen Tür. Also, ja, ist gut durchdacht, die Kanalisation. Hier laufen wir aber falsch lang. Wir müssen hier rum. War ein kurzes Gebiet, muss ich sagen. Aber ich weiß ja nicht, was noch kommt. Carlos, kannst du mich jetzt hören? Tja, Gott sei Dank. Alles in Ordnung? Ja, ich lebe noch. Bin ihn los. Super, die U-Bahn ist bereit.
Wir hauen ab, sobald du zurück bist. Erzähl ihm doch was von den Gammas. Lol. So Riesenviecher vor mir. Sie juckt das ein. Nein. Nein. Alter, will er mich verarschen? Sorry, ich war gerade ein bisschen überfordert von seinem Flammenwerfer. Er kann Waffen benutzen? Er kann Waffen benutzen? Waffen? Bis jetzt ist es nur ein Flammenwerfer, aber... Da ist so ein verdächtiger Pfeil. Aha, okay, guck mal. Sprengstoff, jetzt haben wir... Oh, nice, jetzt haben wir sogar eine vernünftige Waffe gegen ihn. So, pass auf. Säuregranaten brauchen wir nicht. Haben wir noch eine B-Sprengpulver... Sprengstoff B haben wir nicht, also packen wir das mal weg. Schießpulver... doch, Pistolenmunition ist immer gut. Ich habe nichts Rotes dabei, dann packen wir das mal weg. Ich würde die Flinte gerne mitnehmen, tatsächlich. Na doch, lassen wir das mal so. Ich mag es gern sortiert, Leute. So, und dann kommen hier die Granaten hin. Top. Okay, passt. Das Spiel mal Speedrun könnte echt knifflig werden. Vor allem mit Nemesis im Nacken. Ja komm, wir haben mehr als genug Schrotflintenschuss. Okay, es soll einem nur das Gefühl geben, dass er schnell hinter einem her ist. Er ist jetzt noch nicht effektiv hinter uns her. Ich schätze mal, das ändert sich, sobald wir die Holzbretter umwerfen. Also wir können tatsächlich noch trödeln. Das brennt zwar, aber er ist noch nicht hinter uns her. Er kommt hier gleich wahrscheinlich aus irgendeiner Ecke gesprungen. Oder er kommt einfach um die Ecke. Ja. Das geht. Er ist noch nicht so effektiv hinter uns her, dass man sagen kann, okay, wir müssen uns... Okay, das ändert sich jetzt. Das ändert sich jetzt. Lol. Okay, fuck, 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 fuck. Ja, es ist noch nicht so krass wie vorhin. Also es am Anfang war schlimmer. Jetzt mit seinem Flammenwerfer ist es halt echt nur nervig. Man kriegt einfach nur das Gefühl, dass man komplett unter Druck gesetzt wird. Man hat aber einen vorgegebenen, strikten, leicht zu sehenden Weg. Und er ist auch nicht so, dass er nach einem greift oder irgendwas oder vor einen springt. Es ist tatsächlich noch okay. So, und ich habe das Gefühl, es wird ein Bosskampf.
Und ich glaube, ich werde die brauchen. Ich speichere lieber erstmal. Und let's go. Ich kann mir so nicht vorstellen, warum das so... Naja, okay. Wir gucken einfach mal. Okay. Ist noch alles gut? Okay, 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 okay. Entspann dich, Nemesis. Entspann dich. Oh Gott. Oh! Oh Gott. Eieiei. LOL. Er jumpt einfach weg. Was ist mit dem denn los? Alter, sorry, dass ich gerade so ruhig bin, aber was stimmt denn mit dem Typ gerade nicht? Jawohl. Okay, ich dachte, ich muss ihn irgendwie finishen. Fuck. LOL! Geh weg! Alter! Sie sind tot. Ja. Nee. Vielen Dank. Okay, First Try wurde wohl leider nichts. Wir machen das trotzdem im nächsten Part. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Im nächsten Part hauen wir den Typen, wir hauen ihn sofort weg. Da verschwende ich die ganzen Granaten auch nicht. Da werde ich das ein bisschen kluger machen. Am Anfang nur mit der Schrottflinte oder am Anfang nur mit der Pistole oder so. Wir probieren ein bisschen rum im nächsten Part. Wir sehen uns. Haut rein, bis dann und ciao. Tschüss.